Gut, gut zuhören bitte. Ich möchte meine diesjährige Rede zum Thema Integration in Oberösterreich mit folgender Frage beginnen, vor allem direkt gerichtet an meine Kolleginnen von der und Kollegen von der ÖVP-Fraktion. Wer sind denn Ihrer Meinung nach die Menschen in Oberösterreich, die den wirtschaftlichen Erfolg in Oberösterreich gewährleisten, die dafür sorgen, dass Menschen Arbeitsplätze in Oberösterreich haben, gute Arbeitsplätze haben, auch in den ländlichen Regionen, um den Menschen auch zu ersparen, täglich lange Pendelfahrten auf sich zu nehmen, damit natürlich die Lebensqualität der Menschen erhöht. Wer sind diese Menschen in Oberösterreich? Ja, ich nehme Ihnen die Antwort vorweg, aber Kollege Hartmannsdorf, ich glaube, du weißt schon, wen ich meine, sind die Unternehmerinnen und Unternehmer in Oberösterreich, die kleinen und mittelständischen Betriebe, die, das kann man so sagen, werden Sie mir beipflichten, auch den gesellschaftlichen Wohlstand, das Rückgrat dafür in Oberösterreich bilden. Und wenn man jetzt mit diesen Menschen spricht, ich nehme an, das tun sie mit Sicherheit, wenn man die so befragt, was sind denn jetzt Ihrer Meinung nach so die größten Herausforderungen, das größte Problem, um auch wirklich gut arbeiten, gut wirtschaften zu können, dann kommen die immer ganz, ganz schnell auf das Thema Fachkräftemangel zu sprechen. Sie kommen darauf zu sprechen, wie schwierig es derzeit ist, qualifizierte Arbeiter und Arbeiterinnen, Mitarbeiterinnen zu bekommen, um tatsächlich hier auch die hohe Nachfrage zu gewährleisten und entsprechend wirtschaften zu können. Also das ist ein Problem, das nahezu jeder Unternehmer und Unternehmerin in Oberösterreich derzeit zu spüren bekommt. Diese Leute finden dann auch Lehrlinge, es geht ja tatsächlich um die Suche nach Lehrlingen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, oder das denkt sich dann jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, der Lehrling, den ich eingestellt habe, passt das dann auch, die müssen ausgebildet werden, läuft das so, wie man sich vorgestellt hat, ist das dann eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter, die dann bleiben kann, mit der ich dann weiterarbeiten kann, ich habe es ja selbst ausgebildet, ich weiß, was wichtig ist in meinem Unternehmen und all diese Fragen, die sich daraus natürlich dann ergeben. Und den meisten gelingt es ja dann auch, Lehrlinge zu finden und es kommt immer öfter vor und ich denke, das ist sehr, sehr gut so, dass diese Lehrlinge dann eben nicht mehr nur aus Österreich stammen, aus Oberösterreich, sondern auch immer öfter Lehrlinge aus Afghanistan, aus Syrien sind, Asylwerber und Asylwerberinnen in Oberösterreich. Und wie gesagt, diese Lehrlinge müssen ja auch einmal ausgebildet werden, dass sie dann wirklich qualifizierte Fachkräfte sind, die den Unternehmen ja dann quasi im wirtschaftlichen Sinne auch tatsächlich was bringen, die dann tatsächlich auch dem Unternehmen wirklich von Nutzen sind mit dieser Ausbildung, die sie ja dann genießen konnten. Ja, und dann stellen Sie sich einmal vor, versetzen Sie sich in die Lage eines Unternehmers, der jetzt einen Lehrling ausgebildet hat, sagen wir mal aus Syrien oder Afghanistan, und plötzlich über Nacht heißt es mitten in der Ausbildungszeit oder vielleicht auch knapp nach Beendigung der Ausbildung, der wird jetzt abgeschoben. Die Polizei kommt, holt ihn ab, weg von der vom Arbeitsplatz, weg von der Ausbildungsstelle, aber nicht nur das, weg zumeist aus einem schon sehr integrierten Gefüge in der Gemeinde, Freunde, Familie, Vereine, wo auch immer dieser junge Lehrling integriert ist, wird hier vor den Kopf gestoßen. Diese Menschen sind dann plötzlich weg aus diesem Gefüge dort. Die Unternehmer stehen natürlich dann da und denken sich, jetzt habe ich da wen ausgebildet, auf den ich gebaut habe und plötzlich ist der weg. Also was soll das? Ja, und die Bundesregierung, und man muss das so sagen, deswegen wirklich mein Appell an Sie unter tätiger Beihilfe unserer schwarz-blauen Landeskoalition, hat sich, was dieses Thema betrifft, jetzt einmal ganz dezidiert auf dieses Thema bezogen, tatsächlich in eine Sackgasse verrannt. Das bezeugen 1500 Unternehmer und Unternehmerinnen, mehr als 60.000 private Unterstützer und Unterstützerinnen, die sich der Initiative von Integrationslandesrat Rudi Anschober, der das erkannt hat, die sich dieser Initiative Ausbildung statt Abschiebung angeschlossen haben und diese wirklich befürworten. Und das sollte man sich wirklich immer wieder zu Gemüte führen, wer das ist, von Hermann Mayer über den Föst-Generaldirektor. Ihr wisst das eh schon, Wolfgang Eder, den Chefs von Spar und Rewe und auch den Präsidenten der Industriellen Vereinigung. Ja, hört zu, es sind wirklich Kapazunder. Und ich glaube, diesen Unternehmern und Unternehmerinnen kann man jetzt beileibe nicht Sozialromantik oder was Gott was irgendwie unterschieben, sondern das sind wirklich Menschen die grundvernünftige Ansätze haben, was Wirtschaftspolitik auch betrifft.
Ja, und da muss man wirklich sagen, hier befindet sich die Politik tatsächlich in einer Sackgasse. Und wenn wir von der Sprache Deutsch als Integrationsinstrument sprechen, und da spreche ich jetzt den Herwig Ma an. Herwig, Deutsch ist tatsächlich der Schlüssel zur Integration. Da sind wir uns, glaube ich, wirklich alle einig hier herinnen. Das ist ganz klar. Und das ist eine Maßnahme. Hier diese Möglichkeit, den jungen Asylwerbern und Asylwerberinnen diese Ausbildung zu machen. Wo lernt man besser Deutsch als im täglichen Arbeitsleben? Hier mit Kollegen und Kolleginnen, die Deutsch sprechen. Wo lernt man die Sprache besser als tatsächlich dort? Also das, wenn ihr hier wirklich ganz ernsthaft was erreichen wollt, das wäre wirklich eine Maßnahme, wo man sagt, wenn man Deutsch lernt, dann bitte so. Aber warum das nicht? Also diese Frage stelle ich mir jetzt hier wirklich, aber da wird sicher noch darüber gesprochen. Aber dazu kommt, glaube ich, noch was. Einen weiteren Punkt, den ich in meiner Rede ansprechen will, ist das Thema zum humanitären Bleiberecht. Es gibt jetzt auch eine Initiative, die sehr, sehr begrüßenswert ist, rund um den ehemaligen Raiffeisen-General Christian Konrad und um den ehemaligen ÖVP-Generalsekretär Ferry Mayer. Diese Initiative heißt Menschenwürde Österreich. Und diese Initiative hat sich genauso wie wir, wie die Grünen das schon seit geraumer Zeit tun, zum Ziel gesetzt, das humanitäre Bleiberecht, das Sie ja alle kennen, wieder so gestalten, dass auch tatsächlich Gemeinden vor Ort und auch die Länder Mitspracherecht haben, welchem Asylwerber das humanitäre Bleiberecht tatsächlich gewährt werden soll. Denn diese Menschen, die in Gemeinden leben, die dort integriert sind, und wer sollte denn nicht besser beurteilen können als diese Menschen, die tagtäglich mit ihnen zu tun haben, ist hier das humanitäre Bleiberecht jetzt gegeben oder nicht? Also hier ist es ganz wichtig, diese Gemeinden und die Länder da auch entsprechend Mitsprachemöglichkeiten zu geben, damit für jene konkreten Einzelfälle, wo eben diese hervorragenden Integrationsleistungen in den Gemeinden vor Ort passieren, dass denen ein Bleiberecht gewährt wird. Und ich muss sagen, es hat mich in diesem Zusammenhang, was das humanitäre Bleiberecht betrifft, auch verwundert, dass unser Landeshauptmann Thomas Stelzer hier bei der Landeshauptleutekonferenz sich als einer jener hervorgetan hat, der hier meiner Ansicht nach gegen die Vernunft und gegen die Logik auch irgendwo und gegen die Menschlichkeit hier dagegen gestimmt hat und sich hier dagegen ausgesprochen hat. Denn, und das gebe ich Ihnen auch mit auf den Weg, sich das zu überlegen, es gibt eine aktuelle Umfrage vom SORA-Institut unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in kleinen Gemeinden, also bis 2500 Einwohnern und Einwohnerinnen, also relativ kleine Gemeinden. Und die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen in diesen Gemeinden hoffen mehrheitlich auf einen Verbleib, also bei dieser Befragung gaben sie das an, hoffen mehrheitlich auf einen Verbleib der aufgenommenen Flüchtlinge in ihrer Gemeinde, weil sie auch sehen, wie wichtig es ist für das Gefüge der Gemeinde und weil sie sehen, welche wichtige Mitglieder diese Menschen dann in der Gemeinde im Laufe der Jahre werden und was es auch für das Gefüge bedeutet, wenn die quasi über Nacht da rausgerissen werden. Was es für die Schulklasse bedeutet, was es für den Fußballverein bedeutet und was es für die Freunde im Wirtshaus bedeutet, wenn die plötzlich über Nacht weg sind. Also viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben sich hier tatsächlich ausgesprochen für dieses humanitäre Bleiberecht, dass sie hier auch entsprechend ein Wort mitsprechen können. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen der Grünen Fraktion ganz herzlich bei all diesen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen bedanken, bei all denen, bei den freiwilligen Helfern und Helferinnen vor Ort, die hier ganz, ganz wichtige Integrationsarbeit auch leisten, denn ohne die würde die wirklich gelebte Integration ja auch gar nicht funktionieren. Und jetzt abschließend noch zum Budget. Wir stehen als Grüne Landtagsfraktion zu den Einsparungen, die im Integrationsressort möglich geworden sind. Die Zahlen an neu zugewanderten Menschen in der Grundversorgung gehen ja, wie Sie wissen, zurück und daher wird auch der finanzielle Bedarf geringer. Mit einem Einsparungsvolumen von minus 22 Millionen Euro hat das Integrationsressort damit auch den größten Brocken an Einsparungen in diesem Budget geschultert. Wiewohl die Anforderungen im Integrationsbereich hoch bleiben, ich denke, hier geht es auch darum, jetzt kluge Maßnahmen zu setzen. Eine kluge Maßnahme wäre, wie geschildert, diese entsprechende Ausbildungsmöglichkeit. In diesem Sinne denke ich auch, dass wenn wir hier nicht rechtzeitig auf die
wirklich sinnvolle Integration schauen, dann generieren wir ja erst die Integrationsprobleme von morgen und die werden dann wirklich teuer und aufwendig. In diesem Sinne, was diese ganz konkreten Maßnahmen betrifft, gehen Sie in sich und vielleicht finden wir im neuen Jahr auch noch einige Wege und einige Möglichkeiten, um Integrationsmöglichkeiten gemeinsam zu erdenken und zu schaffen. Dankeschön. Applaus